Handy klingelt. MC Smoke am anderen Ende. Hallo. Ich hab bisschen Angst, er fragt mich an für seinen Kalender. 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 Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verfickter Schnack. Ich bin gerade im Stadtwald mit Tubby Pilgrim. Hallo Tubby, grüß dich. Wie Hi. Geht's? Hey. Mir geht's gut, ein bisschen kalt, aber sonst geht's mir super. Und dir? Mir geht's auch super, weil wir sind gerade, wie schon gesagt, im Stadtwald bei deinen Roots. Also jetzt nicht nur die Baumwurzeln, sondern auch hier, wo du groß geworden bist. Das finde ich erstmal krass. Du bist im Stadtwald groß geworden. Wie ist es im Wald groß zu werden? Also wie ist es dort zivilisiert zu sein? Wieder kalt. Mhm. Und sonst, ja, also ich verstehe mich gut mit den Tieren. Hier in dem Bach waren wir immer baden. War ganz nett. Aber echt gerade, also wirklich sehr, sehr schön hier, muss ich sagen. Jetzt natürlich mal Spaß beiseite. Wir sind gerade tatsächlich hier an deinem Kindheitshaus angelangt. Dieses mit der Farbe, die ich jetzt nicht sage, aufgrund von Datenschutzbestimmungen. Ich wundere nicht mehr, du kannst es ruhig sagen. Genau, es hat eine Gefahr, eine Farbe, die so ähnlich aussieht wie die Sonne, wie man die Sonne beschreibt. Uh-huh. Ja, wir stehen gerade wirklich hier vor. Das ist die erste verfickte Schnackfolge nach der Folge mit Dr. Marc Benecke, wo wir wirklich bei der Person quasi zu Hause sind. Jetzt nur dieser Bach trennt uns und viele umgefallene Bäume. Uh-huh. Was fühlst du gerade? Es ist immer sehr nostalgisch, wenn ich wieder hier bin, weil ich halt echt noch nicht so lange da ausgezogen bin. Und das ist, es war sehr schwierig, da auszuziehen, weil meine Eltern halt die Wohnung verkauft haben, als sie sich haben scheiden lassen. Mhm. Und ich war gerade im Ausland, als sie mir das gesagt haben. Und dann musste ich wiederkommen und halt raus. Das war ein bisschen fies. Ich bin noch nicht ganz drüber hinweg. Ja, verständlich. Das tut mir sehr leid. Achso, ich dachte, wir könnten da halt jetzt klingeln und jemand von deiner Familie wird aufmachen. Die wohnen da leider nicht mehr. Okay, das war jetzt so mein Plan, dass wir mal klingeln, einfach mal fragen, wie war die Tabi denn so als Kind? Wie warst du als Kind hier? Wie war es? Also ich meine, wir können natürlich trotzdem klingeln und fragen, meine alten Nachbarn wohnen da ja noch. ich weiß es nicht genau. Ich kann mich nicht so gut einschätzen, wie ich damals war. Mhm. Ich war sehr aktiv. Ich war auch den ganzen Tag hier im Wald. Ich war extrem nervig. Ich war ein furchtbares Kind. Ich hätte mich gehasst als Kind, glaube ich. Ich war so eine richtige Drama-Queen, habe sehr viel geweint, ich brauchte sehr viel Aufmerksamkeit. Ja, furchtbar. Also so ein bisschen auch typisches Künstlerkind, was die Bühne braucht, ja. So ein bisschen. Ja, brauchst du die Bühne? Eine Bühne, eine Art der Bühne. Jetzt nicht zwangsläufig die Stage vor Publikum, aber so eine Art Bühne, sei es jetzt im Internet oder halt irgendeine Form der Selbstdarstellung, brauche ich schon. Weil ich da viel von meinem Selbstbild und auch von meinem Selbstbewusstsein herziehe. Ja, das kann ich auf jeden Fall teilen, diese Einschätzung. Bei dir ist es ja so, jetzt gerade wo wir an deinem alten Elternhaus sind, du bist ja schon als Kind angefangen mit Musik, aufgrund deines Vaters, der die Ritter-Rost-Geschichten entworfen hat. Richtig. Wie war das? Du kommst auf die Welt, dein Papa macht Kinderbücher und Lieder oder... Ja, wie war das? Erzähl mal. Es war geil. Also ich glaube, es ist für jeden Menschen sehr hilfreich, mit Musik einfach aufzuwachsen. Und dann finde ich ja, die Ritter-Rost-Sachen sind eine ziemlich geile Musik, weil die halt nicht nur für Kinder sind, sondern halt auch mehrere Layer haben. Und dann war, meine Mutter ist ja Pianistin auch noch, das heißt, es lief den ganzen Tag Musik aller Art in meinem Haus und ich durfte mitsingen auf den CDs und so weiter. Ja. Das war richtig, richtig geil. Also ich bin da sehr froh, dass ich in so einem Künstlerhaus aufgewachsen bin. Ja, krass. 2009 habe ich auf Wikipedia gelesen, warst du auf einer Veröffentlichung von Ritter-Rost dabei. Aha. Weißt du noch, was du gesungen hast? Ich glaube, 2009 war das Der Sonnenmacher. Das ist nicht Ritter-Rost, sondern ein anderes Buch, was mein Vater geschrieben hat. Da habe ich alle Lieder gesungen. Es war überhaupt nicht meine Tonart. Viel zu hoch. Ganz furchtbar geworden. Und davor habe ich bei den Ritter-Rost-Liedern so diese ganzen Hintergrundchöre geschrien. Krass. Mit so 5. Voll schön irgendwie. Da habe ich auch eine kleine Anekdote zu. Bitte. Als ich meinem Vater erzählte, dass wir gemeinsam den Song machen, fragte er so, okay, Tabi, kennt ihr euch schon? Oder so, nee, ich so, nee, ist jetzt irgendwie durch Internet gekommen, fand ihr neues Album cool. Ich so, kennst du Ritter Rost? Der so, ja klar. Und dann erzählte er mir die Geschichte, wie mein Vater, der auch immer, also jetzt nicht so stark Musiker ist, aber mal so eine Schülerband hatte und eher so immer Mixtapes in der Nachbarschaft so rumverschickt hatte mit den neuesten Veröffentlichungen, weil man darf ja CDs duplizieren,
bis zu, also siebenfach duplizieren, dann ist es noch keine Raubkopie, glaube ich. Da gibt es so ein Gesetz. Hat er in der Hood hat er immer so Mixtapes quasi gemacht. Also das ist so ein bisschen, also bei uns lief auch immer Musik, das möchte ich damit sagen. Es war immer wichtig, vielleicht jetzt nicht so auf professionellen Ebene wie bei euch. Nichtsdestotrotz hat mein Vater auch gern gedichtet und bekannte Lieder umgedichtet. Und es gab ein sehr, sehr schwerkrankes Kind bei uns in der Gemeinde. Und er hatte mir wie so erzählt, dass er dann ein Ritter-Rost-Lied bisschen auf ihn umgedichtet hatte und dann also ganz viele in diesem Kreis dann für das Kind gesungen haben und für die Familie und dass das wohl sehr bewegend gewesen sei. Schön. Also das ist cool. Das ist eine schöne Anekdote. Ja, ne? Ja. Das ist halt krass. Und so führen sich dann unsere Wege jetzt tatsächlich zusammen. Ja, wir sind einfach. Ich habe auch das Gefühl, dass Leute, die in Essen aufgewachsen sind und irgendwas Künstlerisches machen, zwangsläufig irgendwann zusammenfinden. Ich bin ja nicht in Essen aufgewachsen, tatsächlich. Ah, gut, dann nehme ich das komplett wieder zurück. Genau. Nee, aber Nordrhein-Westfalen. Ja, das ist diese, NRW-Bindung, ne? Ja. Nee, also ich bin auch zugezogener hier. Und ja, begutachte sehr, sehr gerne diesen Stadtwald, weil auch hier habe ich eine Anekdote. Gar nicht mal so weit weg von deinem Haus habe ich das Musikvideo zu Wasser ohne Sprudel gedreht. No way. Irgendwo bin ich hier, also da in deinem, vielleicht war es ja dein altes Haus hier, einfach reingegangen. du bist mal durch meinen Garten gelaufen? Ja, einmal durch deinen Garten und habe das Video gedreht. Classic. Weißt du noch, wo das ist? Können wir da hingehen? Lass uns da hingehen, genau. Und dann drücke ich hier einmal Stopp. Jetzt sind wir angekommen hier im Stadtwald an einem weiteren legendären Ort. Liebe Tabi, hier siehst du hier an dieser Fichte und daneben die Buche, da habe ich das Wasser ohne Sprudel Musikvideo gedreht, Ende August circa. Also war ich sehr, sehr nah an deinem Zuhause. Hast du die Energie gespürt irgendwie? Ich hab sie auf jeden Fall gespürt. Diese Folge ist besonders. Wenn ich schon mal Tabi Pilgrim hier am Mikrofon habe und wir auch Corona-konform uns treffen können, dann müssen wir es auch ausnutzen und diesen Stadtwald-Walk machen. Ja, wir sind also angekommen in deiner Kindheit, du hast Musik gemacht und dann, weiß ich nicht, wie es kam, plötzlich hast du Alligator gerne nachgesungen und Medleys gemacht. Oder was ist in der Zwischenzeit passiert zwischen Kind sein und für den Papa singen und ey, ich uploade jetzt auf YouTube einfach mal ein Medley meines Idols? Ja, mit dem Wort Idol gehen wir mal vorsichtig um, ne? Mhm. Ich habe schon echt früh angefangen, YouTube-Videos zu machen. Ich glaube, mit 11 oder so habe ich meine ersten so selbstgeschriebenen Songs hochgeladen. Und auch andere Coverversionen, die gibt es aber alle nicht mehr, weil die furchtbar sind. Und ich auf YouTube? Ja, auf YouTube. Mhm. Ich habe die auf privat gestellt und gucke mir die manchmal an, wenn es mir schlecht geht, um über mich selbst zu lachen. Mhm. Genau, und dann bin ich ja auf Ask.fm aktiv geworden. Das, ich weiß nicht, ob Ima das in ihrer Folge schon erwähnt hatte. Da bist du schon ein bisschen schnell vorgedrungen. Natürlich habt ihr ja nicht nur erst Ask.fm gemacht, ihr habt auch Topmodels euch natürlich... Himmel, warum musst du das nochmal erwähnen? Also, ne, diese Topmodel-Geschichte, da habt ihr euch ja auch kennengelernt über diese Plattform. Ihr habt euch quasi digital angezogen und ausgezogen. Auch. Alles, ne? Genau, also ja, sehr kreative Karriere. Ja, geht so. Ja, die Topmodel-Sache, die war natürlich, da war ich auch 12 oder so, da hat es angefangen. Also ich glaube, ich habe Ima kennengelernt, als ich 12 war. Und da hat es dann auch mit der Ask.fm-Sache angefangen. Und da habe ich dann vor YouTube quasi mir eine Fanbase aufgebaut. Also ich hatte 100.000 Follower auf Ask.fm zu irgendeinem Zeitpunkt. Also ich, 2012 oder? Eher so 2014, das war so die Hochphase. 100.000, okay, ich habe schon zu Ima gesagt, ja, lustig, wie dieser Podcast-Kreis sich gerade schließt. Das ist Hammer. Nee, habe ich dir gesagt, keine Ahnung von Ask.fm gehabt, nie dort gewesen, aber natürlich mitbekommen. 100.000 ist ja eine Hausnummer, oder? Auf jeden Fall. Ich wusste das auch überhaupt nicht, weil man ganz lange seine Nummern nicht gesehen hat. Mhm. Und dann haben die Jahre später so ein Feature eingeführt, wo man das dann sehen konnte. Und dann habe ich es erst gemerkt, so fuck, es waren echt ganz schön viele Leute. Woran lag es denn, dass... Warum warst du so interessant? Was hast du gemacht? Du hast einfach viel gegrindet dort. Ich habe viel gegrindet. Ein bisschen hot zu des Ask.fms. Einfach ganz viel Content. Nur nicht so lustig. Ich war tatsächlich mehr so... Ich hasse das, wie ich mich damals verhalten habe auf Ask.fm. Weil ich war sehr offensive. Ich habe sehr viel mich über Leute lustig gemacht, weil ich halt gemerkt habe, das bringt Reaktionen. Internet. Internet halt. Und ich war halt mega unreflektiert, so mit 13, 14 und wollte halt nur Sachen machen, die irgendwie halt Reaktionen hervorrufen. Habe ich dann so ein bisschen Julian Block-mäßig halt Leute fertig gemacht und auch also wirklich ganz schlimme Sachen, die ich heute niemals sagen würde. Geht mir genauso. Also auch noch nach 13, 14, was weiß ich,
23 gerappt habe. Also da ist halt cringe, so teilweise, obwohl es sich dann in meinen 20ern schon eindeutig gebessert hat. Klingt jetzt so, als wäre ich 40, ne? Aber ich sag mal so, also ich habe mich in den letzten 5 Jahren schon gut gebessert. Mhm. Auf jeden Fall, ja, krass, okay. Und dann Ask.fm, Fame gehabt und dann Alligator Medleys hochgeladen, weil fandest du, das war auch die Zeit, Alligator, willst du mit mir Drogen nehmen, war bestimmt schon so am, nee, oder? Obwohl, ja. Nee, also ich habe Alligator, Musik habe ich angefangen zu hören vor dem Willst du Gedöns, ich habe das nämlich immer, mein Bruder hat mir das gezeigt und dann habe ich es immer beim Team Fortress 2 spielen, habe ich Alligator gehört. Dann irgendwann konnte ich die ganzen Lieder und ich habe ja sowieso YouTube-Cover gemacht. Da war ich halt überhaupt nicht irgendwie bekannt auf YouTube. Ich habe das halt nur so für mich gemacht. Und dann habe ich so ein Medley davon gemacht und das ist dann ein bisschen abgegangen. Und dann habe ich das zweite gemacht und das hat er dann geteilt. Und da war es dann vorbei. Da warst du halt die Alligator-Medley-Sängerin auf YouTube. Ich finde es krass, man hört auf jeden Fall den Alligator-Bezug in deiner Musik raus. Komplett, ja. Auch, wie du gerade sagtest, Julians Blog, man merkt, dass du Hip-Hop zivilisiert wurdest mit den Battle-Rap-Formaten, VBT, JBB. Ja. Krass. Ja. Erstmal mein Beileid dazu. aber jetzt kennst du ja auch mich und hast vielleicht so auch soundästhetisch. Oh, jetzt kommt ein starker Wind. Mal sehen. Wow. Frisches Windchen, also ihr merkt, es ist real. Nee, ich denke, durch mich lernst du auch eine neue Soundästhetik kennen. Mit Zucchini und Auberginen so ein kleiner Beginn auch, ja, dass da nochmal, da geht mehr in unserer wunderbaren Kultur, wo du dich jetzt reingemogelt hast. Du hast weitere Medleys gemacht, aber hast du zu der Zeit eigene Songs gemacht? Oder war es einfach so Spaß? Wie ernst hast du es mit Musik genommen? Nicht so ernst. Ich hatte nie so wirklich den Drang, Musikerin zu werden. Beziehungsweise vielleicht war der Drang schon da, aber mir haben immer alle ausgeredet, das zu machen. Halt wegen Geld. Also wenn du hauptberuflich Musikerin bist, ist es halt schwierig. Musst dich schon ausziehen. Genau, musst du dich zum Beispiel ausziehen. Wie in deinem Kalender, ne? Ach ja, Kalender, liebe Leute. Wir haben gerade auch Supernetz im Wald. Wir könnten sogar von hier aus mit LTE und 5G und was es hier alles gibt, wir könnten uns den Erotikkalender bestellen unter www.mcsmoke.de. Aber wir haben ihn schon, weil wir sind ja drauf. So, ne? Was sagt einmal kurzer Crossover? Was sagst du zu unserem Foto beim Zucchini und Auberginen Musikvideodreh? Haben wir das Foto gemacht? Aha. Du am Klavier. Mehr wollen wir jetzt noch nicht verraten. Vielleicht wird aber in dieser Podcast-Folge auf dem Cover schon, man schon das Motiv ein bisschen sehen können. War es komisch für dich, dass ich da hinter dir nackt bin? Es war aufregend. Ist jetzt auch keine neue Sache für mich, dass irgendwelche Leute hinter mir nackt sitzen. Aber ja, es war auf jeden Fall eine Erfahrung. Auch schön in dem Wohnzimmer meiner besten Freundin. Vielleicht sollte man die mal fragen, wie sie das so fand. Mayo, wie fandest du das? Schreib das in die Kommentare. Ja, nö, ich fand's gut. Hat mir Spaß gemacht. Nee, freut mich. Ja, ich hab schon gemerkt, da war ein bisschen... Und genau, wo waren wir angekommen? Genau, ich hab VBT und JBB gedisst, zu Recht. War eine sehr, sehr harte Zeit Absolut. Für Hip-Hop. Also es war eine sehr, sehr schwierige Zeit. Nichtsdestotrotz ist auch daraus Gutes entsprungen. Das wollen wir jetzt auch, das möchte ich jetzt ja auch nicht jetzt kleinreden und ist auch wichtig vielleicht für die Entwicklung. Ja. Aber wie kam es dann dazu, dass du jetzt selber Musik machst? Ich habe, ich muss erstmal drüber nachdenken. Ich weiß gar nicht, was ich da, ich habe bestimmt Musik gemacht in der Zeit, ich kann mich nur nicht mehr richtig dran erinnern. Ich habe auf jeden Fall eigene Songs, so Akustik-Songs geschrieben auf Englisch, ganz viel. Die habe ich aber sehr selten gepostet. Und dann habe ich tatsächlich, also diese Alligator-Medleys, die haben irgendwann sehr stark aufgehört, mir Spaß zu machen. Ich habe die irgendwann nur noch, ab dem dritten fand ich es scheiße und habe es tatsächlich nur noch gemacht, weil ich mir gedacht habe, okay, ich muss irgendwas machen. Und dann das letzte fand ich wieder ganz gut, aber dazwischen hatte ich eigentlich keinen Bock mehr darauf. Und dann habe ich ja dieses Hauptsache Content geschrieben. Es ist noch gar nicht so lange her. Und ich glaube, bis dahin... Relativ neuer Song. Also relativ neu. Ja, 2018 ist er, glaube ich, rausgekommen. Oder 2019 sogar. Ich meine auch 19. Alligator hat es geteilt gehabt, wie so dich als die beste Stalkerin oder so bezeichnet. Voll nett von ihm. Voll cool. Gibt es eigentlich Kontakt zwischen euch beiden? Oder ist es halt für ihn auch zu creepy? Wahrscheinlich ist es für ihn zu creepy. Wir haben ein bisschen auf Instagram geschrieben. Er hat mein Album gehört, was ich mega cool fand. Cool. Aber sonst... Ich bin auch für gut befunden, dein Album, ne? Ja. Ja, ist auch sehr gut. Hört euch die Pilgerreise auf jeden Fall an. Wir sind hier gerade auch auf einer Pilgerreise. So, ich würde sagen, wir laufen mal ein bisschen. Okay. Hört ihr hier den Boden? Ich schwöre, wir laufen. Wir laufen wirklich. Das ist hier nicht gestaged. Wie ich schon sagte, man hört so ein bisschen Alligator raus. Aber du hast einen sehr, sehr eigenen Stil. Also klar hat Alligator eine krasse Lyrik, die du auch hast. Aber irgendwie, also als ich die Pilgerreise dann letztes Jahr im Mai zum ersten Mal gehört hatte, war ich wirklich hin und weg. Ich habe gesehen, wie Fat Tony es geteilt hatte. Und dann war es auf Twitter halt, hat es irgendwie die Runde gemacht. So, ich kannte deinen Twitter-Account, aber dachte mir, okay, ist halt einer auf Twitter, die lustige Tweets schreibt. Genau, da habe ich mir gedacht, okay, das ist
bist quasi, würde ich sagen, neues Gesicht. Du stehst, natürlich bist du ein neues Gesicht, aber du stehst für irgendwie eine neue Generation. Es ist so ein bisschen dieser Öko-Rap mit Niveau, aber mit einer krassen Musikalität, die es eigentlich zuvor noch nicht gab. Und ich glaube, da kommen wir wieder zurück zu deinen Roots, dass du halt durch deinen Vater, deine Mutter halt diesen musikalischen, aber auch textlichen Background hast. Das, keine Ahnung, also wie lange schreibst du an so einem Text? Also manchmal, also ich bin jetzt nicht ganz auf den Kopf gefallen oder so, aber ich musste manchmal echt vielleicht mal einen Begriff googeln oder einfach mal so fünfmal hören, um zu checken, ah, okay. Und heute beim Duschen habe ich mir nochmal einen Song angehört, ich weiß ja gar nicht, welcher das war. Auf jeden Fall, klar, mit dem Smarland oder hier Ikea. Stockholm-Syndrom. Genau, Stockholm-Syndrom. Ne? Also die Line, also die ist jetzt auch easy zu verstehen, aber dann habe ich sie so begriffen, dass du die ganze Zeit mit schwedischen Gardinen diesen Wortwitz da machst. Ne? Das ist jetzt auch nicht allzu kompliziert, aber man muss halt deine Musik halt so oft hören, um das zu checken. Also ich finde es halt super interessant, weil das mittlerweile ist es ja gar nicht mehr so, dass man irgendwas öfters hören muss, um es zu begreifen. Aha. Ist das so dein Anspruch? Auf jeden Fall. Also erstmal vielen Dank für deine netten Worte und auch danke, dass du meine Tweets lustig findest. Das hilft mir sehr. Ja, teilweise. Das reicht mir. Ja, also ein, zwei im Jahr. Nee, es ist auf jeden Fall mein Anspruch. Ich glaube, weil ich halt sehr gerne selber Musik höre, wo es eben mega viele Layer gibt, sowohl halt textlich als auch irgendwie mit einer Storyline dahinter und musikalisch. Und ich habe da selber nicht so die Skills, das so krass zu machen oder auf verschiedenen Ebenen zu verpacken. Also jetzt so musikalische Leitmotive und so weiter, bin ich jetzt nicht so dabei, halt weil ich auch nicht selber produziere. Aber in den Texten kriege ich es halt irgendwie hin und dann versuche ich meistens so viel, wie es mir irgendwie möglich ist, in so einen Text reinzupacken. Auch damit ich selber beim Schreiben den Spaß daran behalte. Krass, ja. Das ist eigentlich echt gut beschrieben, was ich auch kenne. Beim Schreiben den Spaß zu behalten. Wir leben ja echt in der Zeit, also davon mache ich mich ja auch nicht frei. 2 Minuten 20 Song, catchy Hookphrase, 1 bis 2 Parts dazu. Es muss irgendwie ballern und es muss direkt ins Ohr gehen. Da bist du ja komplett die Antithese zu. In dem Kosmos, wo wir uns jetzt bewegen, funktioniert es ja irgendwie voll. Oder hast du auch mal vielleicht den Wunsch, so einen Streaming-Hit zu haben? Oder pochst du gar nicht darauf? Weil ich weiß, in allen Köpfen ist es drin. Ja, wir brauchen diesen fucking Streaming-Hit. Oder ne, bist du dann einfach die Gegenbewegung, die auf jeden Fall kommen wird? Ich glaube, also natürlich, ich sag nicht nein zu einem Streaming-Hit. Ich schreibe jetzt, ich werde auch in Zukunft, glaube ich, nicht meine Lieder so danach ausrichten. Mit dem Gedanken, okay, wir müssen das jetzt aber irgendwie radiotauglich machen. Und dann halt das da opfern, was ich halt eigentlich in dem Lied machen möchte. Und ich halte mir, das Ding ist, ich bin nicht wirklich davon abhängig, dass meine Lieder im Radio gespielt werden, weil ich sehr viele andere Sachen noch mache und mir halt alle meine Türen schön offen halte. Danke für die Überleitung. Gern geschehen. Synchronsprecherin. Wie kam es dazu? Erzähl mir alles darüber. Ich weiß es wirklich noch gar nicht so richtig. Wir gehen hier lang übrigens, weil da, sonst gehen wir auf die Straße, das ist nicht schön. Das ist gefährlich. Das ist aber mein alter Kindergarten. Ach krass, als das ist dein Kindergarten? Mein Gott, du bist ja echt gut aufgewachsen. Ja, sehr behütet. Ja, voll. Was war die Frage? Synchronsprecherin. Ach ja, Kaross-Sachen damals zu tun, weil ich da eben als Kind dann schon in den Studios war und halt irgendwie da mitgearbeitet habe und dann hat mich irgendjemand von den Ritter-Rost-Leuten bei einem Synchronstudio empfohlen. Und dann habe ich so eine kleine Rolle bekommen und dann bin ich da aufgenommen worden in die Kartei. Und dann hat sich das so daraus entwickelt. Was halt mega geil ist, weil normalerweise kommt man da eigentlich überhaupt nicht rein. Ja, Einsteigerin so ein bisschen, ne? Genau, da hatte ich sehr Glück, dass ich da als Kind reingekommen bin, weil es ist eigentlich genau das, was ich machen möchte. Also ich finde es richtig geil. Wie kann ich mir das vorstellen? Nehmen wir an jetzt, du machst ja auch für internationale Produktionen, auch im Anime-Bereich hast du gearbeitet. Da gibt's, also du arbeitest nicht an dem Text der Synchronisation? Ja, meine ich ja. Ja. Genau. Du kriegst den Text vorgelegt und musst es dementsprechend einsprechen. Genau, also ich komme dahin an dem Tag, ich sehe den Text auch nicht vorher. Ich komme dahin, habe ein Textbuch, sehe meine Lines, sehe die Timecodes, wo die sind. Und dann kommt quasi auf den Bildschirm kommt 3, 2, 1, dann wird mir der O-Ton einmal vorgespielt, also der
also der Originaltext. Und dann kommt nochmal 3, 2, 1, aber ohne Ton. Und dann spreche ich den deutschen Text drauf. Ah, du hast also schon die Timecodes, dass du genau weißt, dass du jetzt für diesen einen Satz nicht die Sekunde überziehen solltest, weil du ein Wort länger ziehst. Genau. Man spricht dann meistens auch, wenn du den O-Ton hörst, schon den deutschen so für dich mit, damit du quasi im Kopf hast, wie lang das sein darf. Und dann sprichst du es einmal laut und eventuell machst du es dann noch 20 Mal, bis es gut ist. Krass. Und wie kann ich mir das vorstellen, wie lange dauert das? Also es kann ja manchmal mega lang dauern, bis die zufrieden sind mit irgendeiner Sache, dass du dann einfach, weiß ich nicht, das nicht so genau aufs Video passt. Genau, die andere Frage ist, siehst du dann parallel, wenn du im Studio bist, auch das Video oder ist es einfach nur reine Audioaufnahme und die Zusammenstellung von Audio und Video siehst du erst im Nachhinein? Man sieht auch das Video, also du hast einen Bildschirm, du siehst auch 3, 2, 1 runtergezählt, genau damit du eben auch, weil du ja auch, wenn du einen Charakter gerade onscreen synchronisierst, musst du ja auch seine Emotionen irgendwie lesen und die im Optimalfall auch anpassen. Ja. Wie lange das dauert, kommt halt mega sowohl auf den Regisseur als auch auf deine Tagesform an. Meistens geht es relativ flott, man muss halt sehr flexibel sein, was so Regieanweisungen und so weiter angeht. Und halt konzentriert bleiben. Das ist ja, das stelle ich mir auch hart vor. Ich meine, wir kennen es vielleicht auch vom Aufnehmen. 20 Mal eine gleiche Strophe aufzunehmen, kann auch ein bisschen nerven. Aber dann 20 Mal ein Wort oder ein Satz, boah, das ist, kann schon... Also ich stelle es mir eher nervig vor, zu synchronisieren. Aber du sagst, das willst du auch in Zukunft auf jeden Fall beibehalten. Auf jeden Fall. Eigentlich wollte ich ja immer Schauspielerin werden, ne? Das war so als Kind schon mein Dream. Der Dream. Und was die Leute... viel vergessen bei Synchronisation. Also ich bekomme sehr viele Nachrichten von wegen, hey, kannst du mir, also ich würde gerne Synchronsprecher werden, ich habe da voll Bock drauf. Und es ist so ein, also die Leute verstehen, glaube ich, nicht so richtig, dass es halt ein Job ist, der halt, also es ist Schauspielerei. Also es ist echt nicht so easy, wie es klingt. Nee, also es gibt ja auch auf deiner Homepage dann so Samples, oder Samples sei schon so eine kleine Auszüge von deinen synchronisierten Sachen. Also man muss halt schon krass deutlich sprechen und die Emotion genau anpassen. Also ist schon krass, aber das ist ja auch ein Vorteil für dich zum Rappen, ne? Dass du, also es geht beim Rappen so, wir sind ja auch in der Mumble-Rap-Ära, also es geht ja auch nicht nur darum, alles deutlich auszusprechen, aber natürlich ist es ein großer Vorteil, dass du mit Worten einfach gut umgehen kannst. Ja, ich glaube auch Rapper, die irgendwo ein Schauspiel-Background haben, also so Fat Tony oder sowas, bei dem, das ist der Einzige, wo ich das jetzt akut weiß, dass er mal Schauspiel auch studiert hat. Alle Rapper sind Schauspieler. Sowieso, alle Rapper sind Schauspieler auf eine Art. Ich glaub, Tupac war Schauspieler, bevor er Rapper war, ja. Ja, ich glaube, es ist mega geil, weil man parallel, sich beim Rap ja auch in eine Rolle, sei es jetzt so die Künstlerrolle oder halt im Text in eine Rolle reinversetzt, ist das sowieso sehr hilfreich. Ich glaube auch, ich will noch einmal kurz sagen, ich glaube, dass jeder Synchronsprecher sein kann. Man muss sich halt nur reinhängen und es ist nicht so ein Hobby. Ja, das genau. Das ist immer das, was mich so irgt. Aber ich möchte da alle unterstützen, das gerne zu hatte machen. Dich, ja, hatte dich Fruity Luke angeschrieben bezüglich Synchronisieren? Hat er nicht? Nee, doch. Hat er? Ja. Ich glaube schon. Der wollte für einen Tag Synchronsprecher sein, am nächsten nicht mehr. Ja, meine Mutter auch. Als ich sie das letzte Mal in Hamburg besucht habe, meinte sie, sie will das auch unbedingt machen. Und ich habe dann so ihr gesagt, ja, hier kannst du für ein paar hundert Euro irgendwie Demoaufnahmen machen und hier an die Studios kannst du es schicken. Und sie, ich werde das nie vergessen, sie hat mich angeguckt und gesagt, das ist ja voll viel Arbeit. Ja, so, ja, Mann, Mutter. Ja, stellt man sich so cool vor, ne? Das ist das Ding. Es ist aber halt auch cool. Okay, ja, also, ich kann es mir nicht cool vorstellen. Okay, naja. Also Schauspieler sein, selbst Schauspieler sein, stelle ich mir nicht so geil vor. Also es ist, ja okay, es ist cool, glaube ich, an einem Film als Regisseur oder so ein Buch zu schreiben, so die Storyline zu schreiben, das kann ich mir cool vorstellen. Aber am Set zu sein, selbst wenn ich jetzt Julia Roberts bin oder so, macht doch gar keinen Bock, ey, nochmal die Szene. Du bist den ganzen Tag bist du dran für jetzt küss Brad Pitt oder so. Ah, furchtbar. Obwohl, gibt Schlimmeres, aber vielleicht, aber ich, nee, einfach... Keine Ahnung. Stimmt mir sehr, sehr anstrengend vor. Stimme ich dir zu. Ich glaube, Schauspieler, genauso wie Synchronsprecher und auch Rapper und YouTuber, extrem romantisierte Jobs, die halt nach außen super easy und super spaßig erscheinen und das zum gewissen Teil bestimmt auch sind. Aber dass sie, also die werden einfach sehr viel
Genau, die werden einfach romantisiert. Ja, natürlich. Es ist halt pure Romantisierung. Ja, Rapper, Drogen nehmen, das ist jetzt mal so ganz klischee. Also so denken die Leute zum Glück gar nicht mehr. Ich rezipiere oft so das, was mir, als ich ein Kind war, von den Älteren so erzählt wurde, dass man dachte, mittlerweile, ich meine, selbst eine Tabi aus dem Essener Stadtwald rappt. So, ne? Also nein, es ist nice. Es ist halt einfach so normal. So, liebe Tabi, ich habe dir ja versprochen, etwas, worauf du dich schon den ganzen Tag im Stadtwald freust, das große Rap-Quiz. Wow, ich freue mich wirklich richtig, richtig doll. Ich habe 5 Fragen nicht vorbereitet. Die werden jetzt Freestyle aus mir rauskommen zu Hip-Hop. Mhm. Da, man kann ja sagen, du kennst einfach nur VBT, JBB, mich und ein paar andere Leute aus dem Twitter-Umfeld an Hip-Hop. Mhm. Und sonst kennst du halt wirklich gar nichts. Ja, das ist korrekt. Ich kenne mich wirklich null damit aus und das ist keine Übertreibung. Und als ich dich gerade fragte, ja, woher kommt Hip-Hop denn? So als Spaß-Einstiegsfrage, du so... Ja, Amerika. Ich so, ja, wo? Ja, kein Plan. Ich so, New York? Okay. Brooklyn? Ja, was weiß ich? Ja, was krass. Weiß ich? Auf jeden Fall interessant. Sehr interessant. Deshalb kommt jetzt meine erste Frage. Ich weiß es gerade selber nicht. Warte. In welchem Jahr wurde Tupac erschossen? Alter, weiß ich doch nicht, 1997. Fast, also lass nochmal richtig gelten, es war 96, aber ob 96 oder 97 ist auch egal, wie es, also wenn man jetzt in 24 Jahren spricht von Corona, ja war es jetzt 2021, 2019 oder 22, ist auch egal, es war um die Zeit. Es waren vor allem alle 4 Jahre. Genau, richtig, ja, also von daher, richtige Antwort. Geil. Du hast auf jeden Fall Plan. Okay. Jetzt mal nicht so dumme Daten, ne? Man kann auch einfach mal durcheinander kommen. Vielleicht fällt mir jetzt mal eine bessere Frage ein. Eine große Hip-Hop-Frage. Hinten weint ein Baby. Okay, dann kommen wir zu einer Frage zu einem Baby. Wer hat das Label Cash Money gegründet? Baby. Richtig, es war Baby Birdman zusammen mit seinem Bruder. Die haben Cash Money gegründet. Dort ist auch dann bei den Hot Boys ist Lil Wayne gewesen. Wusste ich. Genau, und Lil Wayne, großer Star, Cash Money, Young Money haben Drake, Nicki Minaj unter Vertrag gebracht, so aus dem Süden mit das größte und wichtigste Label für die Hip-Hop-Kultur und vor allem auch für die Kommerzialisierung der Kultur. Genau, nächste Frage, also schon 2 richtig von 5. Geil. Nächste Frage. Ich versuche natürlich auch wieder leichte Fragen zu stellen, die auch zu zufälligen Begegnungen hier passen. Mhm. Mit wem hat der Rapper Eminem, vielleicht kennst du ihn, einen Song gemacht, der heißt Love the Way You Lie? Das ist Rihanna. Richtig, er ist schon wieder. Er ist auch richtig Hip-Hop. Ich weiß, dass du mich gerade komplett verarscht, aber ich nehme es dankend an. Nein, wirklich, ich versuche ja wirklich auch. Ne? Aber jetzt... Also das mit Baby hat mich echt gewundert, dass du es weißt. Das muss man nicht wissen. Aber Love the Way You Lie ist ja auch Popkultur. Das kennt man ja. Aber ist auch Hip-Hop. Es ist Rap. Ist das Hip-Hop? Es ist, ja, natürlich. Ja? Eminem ist Hip-Hop. Okay. Rihanna ist komplett Hip-Hop. Okay. Also aus meiner Sicht. Gut, gehen wir mal ein bisschen in die 90er zurück. Da habe ich auch noch alles nachgeholt. Jetzt tue ich so, als wäre ich dabei gewesen. Kommen wir ins Deutsche. Wie heißt... der erste deutsche Rapper, wenn man es mal so labeln kann. Schwierig zu sagen, aber wie heißt der erste deutsche Rapper mit der Relevanz sagen zu können, erster deutscher Rapper? Ich weiß es nicht. Es ist Torch. Torch, sehr wichtiger Mann für Hip-Hop gewesen. Er hat auch den Song gemeinsam mit Tony L. und einem anderen Kompagnon, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, auf jeden Fall den Song Fremd im eigenen Land gemacht. Die hießen als Band Advanced Chemistry und es war halt, ne, Fremd im eigenen Land, wie der Titel sagt, sehr politischer Rap und einfach so, ja, einer der bekanntesten ersten deutschen Rap-Tracks so und die sich halt damit auseinandersetzen, ne, wie man als Ausländer es einfach schwierig hatte in dieser Mehrheitsgesellschaft. Mhm. Ja, okay, aber immer noch 3 von 5 richtig, 3, also ja, noch eine, du kannst 4 von 5 holen, mhm. Also schon mal sehr gut. Die letzte Frage. Gucken, ob du 4 von 5 schaffst. Wie hieß das erste Album von Sido? A. Ich und meine Maske. B. Meine Maske und ich. C. Maske. Ich und meine Maske. Falsch, Maske hieß das erste. Das zweite hieß dann Ich und meine Maske. Oh. Aber du warst nah dran. Also du hattest Maske schon mal richtig gesagt. Also würde ich auch gelten lassen. 4 von 5 richtig.
du musst das nicht tun. Doch, vier, also, ich, dreieinhalb. Weißt du, ich steh zu meiner Hip-Hop-Geschichtsvergessenheit. Ja. Ist, na, ich würde sagen, komm, 3,5 von 5, du hast schon ein bisschen Ahnung. Mit Baby war krass. Ja, und mit Torch, ja, man kann nicht alles wissen. Und alles andere wusstest du, ja, Rihanna, hallo. Das war krass, das kam rausgeschossen wie eine Pistole. Marc, es gefällt mir überhaupt nicht, dass ich das Gefühl habe, du verarschst mich hier nach Strich und Faden. Überhaupt nicht. Ich weiß nichts darüber. Du weißt das. Komm, wir gehen mal weiter jetzt an einem ruhigen Ort, in den Tunnel. Come on. Okay. Oh, Tunnel. Wow, jetzt sind wir... Wollen wir irgendwas sagen? Ja. Was Krasses? Wow. Was? Halt? Halt? Hier? Bisschen oh. Scheiß Halt. Zucchini und Auberginen. So. Ich wollte jetzt einfach mal uns selbst loben für diesen Song. Zucchini und Auberginen. Streamt ihn nach diesem Podcast auf jeden Fall. Dir ging der Song, glaube ich, richtig auf die Nerven irgendwann. Ne? Dass wir den so oft dann darüber schreiben mussten, planen und... ne, weil wir gerade dabei sind, Romantisierung von Song aufnehmen, rausbringen, aber es war ja auch wirklich Arbeit, das alles zu finishen, so ein bisschen. Ja. Dir ging es richtig auf die Nüsse, oder? Nein, überhaupt nicht. Echt? Also ich finde, es ist ein super Song. Ja, und klar, zwar das schon, aber... Ich musste mich ja um gar nichts kümmern. Also du hast ja den Großteil... Ach, ja, stimmt. Ja, logisch. Das war mein Song. Ja, genau. Ich habe das eigentlich nur geschrieben und aufgenommen und dann haben wir das Video gemacht. Das war eigentlich... Ich habe sehr viel Spaß gehabt. Cool. Nee, ich dachte, nee, bei unserer Release-Party, also man kann ja, also Release-Party zu Corona-Zeiten, was halt eine Release-Party ist, man sitzt zu Hause und hört sich den Song an und wartet bis 0 Uhr. Ja. Da, okay, ich habe da ein bisschen übertrieben. Ich habe den im Loop gespielt. Du warst ja sehr besoffen, sehr betrunken. Mega. Ich war wirklich ordentlich betrunken. Ja, ich hätte dir dann noch Essen warm gemacht, damit du mir dann nicht, damit du mir dann nicht irgendwo hinkotzt. Ja, ne? Ja, es wäre fast passiert. Echt? Wirklich? War nein. Okay, hätte ja sein können. Ihr wart echt, also Mayo und du, ihr wart echt drunk. Ja. Aber cool. Und dann habe ich dir zum Release Day auch noch diesen, wie heißt es hier, dieses Ding, Minion, ein Minion-Donut gekauft, weil die Minions wurden wie alt? 15, keine Ahnung. Und ich dachte ja wirklich, ihr meint das ernsthaft mit Minions, weil ihr wolltet ja auch so eine Art Minions-Party machen. Da war ich jetzt, die war auch geplant. Die war auch geplant. Ja. Dann schenke ich euch einen Minions-Donut und ihr lacht einfach nur und sagt so, ihr hasst die Minions. Das ist einfach so. Wir hassen die Minions, also das ist so krass. Ja, ich glaube, was du meinst bei der Party ist, dass ich meine eigenen Sachen nicht gerne höre. Mm, und dann ist so. Es natürlich fies, wenn das die ganze Zeit im Loop läuft. Ja, verständlich. Aber der Song selber ist großartig. Der ist gut, ja. Ich höre das, also ich bin halt schon jemand so, ich feiere mich halt hardcore für meine Sachen. Solltest du auch. Ne? Solltest du auch. Naja. Ist schon wichtig. So, einmal jetzt hier. Also, ganz ehrlich, man kann auch mal, wenn man sieht, dass hier ein Podcast aufgenommen wird, einfach mal so ein Spotify Original, verfickter Schnack, so die Nummer 1, vorgemischten Hack. Vielen Dank, liebe Leute. Ne? Kann man einfach ruhig sein, einfach respektlos. Das ist halt dieses Hochnäsige. Wir sind ja hier schon. Stadtwald leider. Ja, so Essener Süden. Ne? So, naja. Die interessieren sich nicht für Podcasts. Nein, ne? Nee. Die interessieren die sich machen nicht für alle Aktien nur einen. Die machen Aktien-Podcasts. Ja. Ne? Lel. Du hast eine neue Single gedroppt. Du bist wieder back. Also jetzt kommt dein neuer Roll-Off von neuer Musik. Oder, war einfach nur so ein Lied. Nee, es war einfach nur so ein Lied. Ich wollte mal wieder was machen. Das Lied wäre eigentlich auf mein Album gekommen. Ja, da kommt jetzt ein neues Album raus. Nee, das wäre auf mein altes Album gekommen. Ach so, wie? Jetzt enttäuscht du mich aber. Es tut mir leid. Ich habe gerade so viele andere Sachen zu tun und habe eigentlich gar keine Zeit für Musik. Aber im Sommer oder Herbst kommt ein ganz großes Projekt mit Lisa zusammen. Wo wir gerade aktiv dran sitzen, aber so für eigene Mucke oder neben dem Projekt andere Sachen habe ich leider gerade. Aber ist ja dennoch gut, da kommt ja was, also es kommt Musik. Es kommt was, ja. Es kommt Musik und es wird richtig geil und es kommt auch nicht nur Musik. Auch Podcast. Auch Podcast. Ne, checkt ab, der Boden ist Lava. Auch, deine Übergänge, ne? Wahnsinn. Ja, ich bin einfach geübt. Machst du das beruflich? Ja, natürlich. Erzählen Fahrradfahrer, komm mal ein bisschen, man kann mal auf Gang 1 vielleicht schauen. Auf Gang 1, ja, natürlich. Naja, muss ich alles rauscutten. Check die Folge ab mit Lisa und Tabi. Du warst auch zu Gast, ne? Ich war zu Gast, genau. Ich war sehr ehrlich. Das war einer meiner Podcasts, wo ich dachte, okay, ich war, wow, ich habe da Sachen gedroppt. Wow, irgendwie hatte ich so einen Tag. Kann man eigentlich gar nicht glauben, ne? Es war so ein leicht sentimentaler Tag. Es war schon so dunkel und... Köln. Das macht ja was mit dir. Die Lichter, Köln macht viel mit mir, ja. Ja, check das ab, den Podcast mit Lisa und Tabi und ihre zukünftige Musik. Ja, und sonst so in Zukunft, was können wir so erwarten?
aus deinem künstlerischen Schaffen. Du brauchst ja nicht die Bühne, aber du brauchst ja so, du hast deinen Output auf Twitter, du hast deinen Output. Ja, ich versuche mich immer noch weiter an neuen Sachen. Ich bin eigentlich in die Eignungsprüfung für Musical an der Folkwang reingekommen dieses Jahr. Ich war unter den letzten 40. Was halt geil gewesen wäre, aber ich krieg's nicht hin, weil ich zu viele andere Sachen mache. Darum kann ich nicht mal das. Ich will zu viel. Musical wird mega zu dir. Ich habe auch mega Bock da drauf. Musical. Das wäre so geil. Aber es geht nicht. Fokussier dich auf die Sachen, die dir am meisten Spaß machen. Liebe Leute, das ist ein kleines Learning von heute. Nein, Spaß. Die letzten Worte gehören dir. Vielen lieben Dank, liebe Tabi, fürs Feature, fürs Foto, für all das. Also jetzt, wenn du mal was von mir brauchst, kannst du dich auch gern bei mir melden. Und die letzten Worte gehören dir. Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass du mich in der Rap-Szene ein bisschen aufnimmst. Es freut mich jedes Mal, was von dir zu hören. Kauft auf jeden Fall alle den MC Smoke Erotik-Kalender. Fantastisch, besonders der Monat Juni? Ja, mit Juicy Gay, das Foto ist auch gut. Juli, tolles Foto. Wir gehen jetzt aus dem Tunnel raus, hier kommt ein Hund und ich wünsche euch viele Grüße. Ja. Habt euch lieb. Ui, der hat gar keinen Besitzer, dieser Hund. Nee, wir nehmen den mit. Ist das normal, dass im Stadtwald also einfach Tiere so rumlaufen? Ne? Ja. Krass. Das hat der Wald so an sich, liebe Leute. Dann bis zur nächsten Folge, verfickter Schnack.